Jetzt kommen sie endlich, die oberschlauen Autos. Sie können selber lenken, sie sind voll vernetzt und super sparsam dank Hybridtechnologie. Eines von ihnen ist die neue Mercedes E-Klasse. Mercedes verspricht eine Gewichtsreduktion zwischen 70 und 100 Kilogramm im Vergleich zum aktuellen Modell. Bei der Karosserie setzt Mercedes auf eine Mischbauweise. Bedeutet, große Teile werden aus Aluminium bestehen, einzig Dach- und Seitenteile sind aus konventionellem Stahlblech geformt. Es sind zwei verschiedene Plug-in-Hybride geplant. Im E350 arbeiten ein 2 Liter Benziner und ein Elektromotor zusammen. Die Systemleistung liegt bei 326 PS. Vor allem für den amerikanischen und chinesischen Markt ist der E500e wichtig, wo ein Sechszylinder mit 333 PS und eine E-Maschine auf eine Gesamtleistung von 448 PS kommen. Bis Tempo 130 auf der Autobahn kann die E-Klasse automatisiert fahren. Des Weiteren bieten die Stuttgarter einen Überholassistenten an. Ein neues Assistenzsystem im Innenraum ermöglicht die Kommunikation zwischen Autos und somit die frühzeitige Warnung vor Staus oder anderen Gefahren. Die E-Klasse soll im Januar 2016 erhältlich sein.